Du bist gerade auf der Suche nach Rauchmeldern, ja, für deinen Schutz, für dein Haus, für deine Wohnung, dann möchte ich dir in diesem Video das Dreier-Set Rauchmelder von Garfield vorstellen. Ein Rauchmelder-Set mit intelligentem Feueralarm und photoelektrischem Sensor. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werden wir das Produkt austesten und ich werde es dir näher vorstellen. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Produkttest auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Susch Vinzenz und wenn du gerne Produktreviews schaust, dann lass unbedingt ein Abo da, drück die Abo-Glocke, damit du keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lass am besten auch gleich ein Like da, dann vergisst du es nicht und wenn dir das Video gar nicht gefallen sollte, kannst du es am Ende wieder entfernen. Heute geht es um ein Rauchmelder-Set, ein Dreier-Rauchmelder-Set von der Firma Garfield mit photoelektrischem Sensor, mit intelligentem Feueralarm und. Ich habe dir das Produkt unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Da kannst du mal reinschauen, kannst dir nähere Informationen darüber holen, kannst mal lesen, was andere Käufer dazu sagen. Aber schau dir erstmal das Video an, um festzustellen, ob das überhaupt das ist, was du suchst. Wir packen das Set mal aus. Es ist eine deutsche Bedienungsanleitung dabei, auch in anderen Sprachen, aber uns interessiert in diesem Fall nur Deutsch. Und dann haben wir drei Rauchmelder, also die Befestigungsplatte für die Decke und die Rauchmelder. In dieser Größe befinden sich die und so sehen die Rauchmelder aus. Ja, hier sind die beiden anderen Rauchmelder noch, also wie gesagt ein Dreier-Set. Und ansonsten haben wir noch dreimal Montagematerial, drei Dübel, jeweils zwei Dübel und zwei Schrauben. In dem Rauchmelder befindet sich eine Batterie, welche 10 Jahre oder eine Lebensdauer von 10 Jahren hat. So ein Rauchmelder wiegt 140 Gramm. Er hat eine 3 Volt Batterie eingebaut und wie gesagt, diese Batterie ist für 10 Jahre haltbar. Die Lautstärke ist 85 Dezibel. Und um den Rauchmelder zu aktivieren, müssen wir diesen Hebel hier einfach nach rechts drücken. Nachdem wir den Schalter auf On gestellt haben, können wir durch langes Drücken über die Testtaste das Gerät ausprobieren. Also ihr merkt, es piept dreimal und das bedeutet, dass das Gerät funktionstüchtig ist. Wir werden jetzt mal durch die Rauchsensoren, also durch die Rauchkammer, mal ein bisschen Rauch einblasen, um festzustellen, ob das Gerät wirklich Rauch erkennt oder nicht. So, und ihr merkt, das Gerät hat sofort erkannt, dass Rauch eingedrungen ist. Und wenn ihr dann auf die mittlere Taste drückt, dann geht es auch wieder aus. Das bleibt jetzt noch für, ich glaube, 9 Minuten im Standby-Modus. Das heißt, hier oben leuchtet die rote Lampe und das Gerät setzt sich dann wieder in den normalen Modus zurück, in den Bereitschaftsmodus. So, also ihr habt gehört, das Gerät funktioniert, es erkennt den Rauch. Ja, von daher, ein Rauchmelder, der funktioniert, rettet Leben. Ich verlinke euch das ganze Produkt unten mal, da könnt ihr mal reinschauen, könnt euch Informationen von anderen Käufern holen, könnt euch weitere technische Details holen, die ihr vielleicht benötigt. Ansonsten schreibt mir mal in den Kommentaren, welche Rauchmelder ihr verwendet, ob diese für euch in Frage kommen würden. Und so weiter. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Susch Vinzenz. Und nun
leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Da ist bestimmt das ein oder andere Interessante für dich dabei. Ciao und bis bald.